Hallo liebe Hungrige! Nein, es ist kein makabrer Weihnachtsscherz. Ganz im Gegenteil, zum Heimkinostart von Hannibal werdet ihr feststellen können, dass dieser nicht nur als Serienkiller, sondern durchaus auch als Gourmet daherkommt. Bezeichnenderweise sind auch alle 13 Episoden der ersten Staffel, im Original zumindest, mit einem Titel versehen, der auch etwas mit Essen zu tun hat. Und dazu gibt es am Ende des Videos auch noch etwas zu gewinnen. Aus dem umfangreichen Hannibal-Speiseplan habe ich für unser Menü diese leckeren Sachen ausgewählt. Ein Carpaccio, ein Orangensalat auf Radicchio, woran ihr sehen könnt, dass man mit Hannibal durchaus auch vegetarisch bleiben kann. Und als Hauptgang Lämmchen im Schinkenmantel mit Zitronenkartoffeln. Um ein kulinarisch hohes Niveau zu garantieren, hat das Filmteam übrigens den spanischen Starkoch José Andrés und die aus Toronto stammende, bekannte Foodstylistin Janice Poon engagiert. Letzteren wirft dann für die Umsetzung solche interessanten Pläne, wie ihr sie hier auf den Bildern sehen könnt, wo also nicht nur die Anordnung der Speisen, sondern oft auch die ganze Gestaltung des Tisches einschließlich der Dekoration vorgegeben werden. Nicht bis ins Detail, aber im Großen und Ganzen habe ich doch versucht, mich daran zu orientieren. Wir brauchen dafür gut abgehangenes Rindersteak für das Carpaccio, und das kann Filet oder Rumpsteak sein oder auch ein schönes Hüftsteak, letzteres verwende ich hier. Außerdem Parmesankäse, Kapern, Salz, Pfeffer und Olivenöl. Und für den Salat Orangen, eine rote Zwiebel, Radicchio, Sherry oder Weißweinessig, eventuell auch einen hellen Balsamico, Rosinen, Pinienkerne und etwas Curry. Bis hierher, zum Hauptgericht kommen wir dann später. Normalerweise wäre ich also vorher losgegangen und hätte die Zutaten gekauft. Nicht so in diesem Fall. Denn hier hatte ich die freundliche Unterstützung von HelloFresh, einem Lebensmittellieferanten, der aber viel mehr als das ist. Für unterschiedliche Zeiträume und Anzahl an Personen kann hier aus verschiedenen Kochboxen, der klassischen, Veggie oder aktuell auch der Weihnachtsbox, gewählt werden. Und dann bekommt man ein liebevoll gestaltetes Paket, sogar mit einem Herzlein drauf, voller frischer Zutaten. Diese sind zugeschnitten auf bestimmte Rezepte, die gleich mitgeliefert werden. Die Zutaten können natürlich auch anders kombiniert werden, und so konnte ich eben, bis auf ein paar ergänzende Zutaten, unser Hannibal-Menü daraus umsetzen. Hier seht ihr den Schinken, den wir dann für das Lämmchen brauchen, und das Steak fürs Carpaccio zum Beispiel. Und auch an Kleinigkeiten wie Gewürze wird dabei gedacht. Nochmals mein Dank an HelloFresh. Wir beginnen mit dem Carpaccio und schneiden dazu das Rindfleisch mit einem möglichst scharfen Messer in möglichst dünne Scheiben. Manchmal wird empfohlen, das Fleisch vorher kurz anzufrieren, weil es sich dann leichter dünn schneiden lässt. Ich bin kein Freund davon. Das Fleisch sollte nicht dicker als 3 mm sein, und das bekommt man auch so hin. Anschließend wird auf der Arbeitsfläche Frischhaltefolie ausgelegt. Wir verteilen die Fleischscheiben darauf, lassen genügend Abstand dazwischen und decken dann alles wiederum mit Frischhaltefolie ab. Denn nun muss das Fleisch plattiert werden, und ich nehme dazu ein Nudelholz. Profiköche verwenden dafür ein spezielles Plattiereisen. Das braucht ihr aber nicht, denn erstens ist dieses Eisen teuer, und zweitens, wie ihr sehen könnt, geht es auch anders. Die Alternative zum Nudelholz ist das Verwenden einer schweren Pfanne oder eines Topfes, mit dem ihr das Fleisch ebenfalls platt drücken könnt. Ich empfehle das Nudelholz. Ihr dürft dabei nur nicht zu sehr aufdrücken, also etwas behutsam, zärtlich mit dem Fleisch umgehen. Anschließend kann dieses nochmal kühl gestellt werden. Muss aber nicht. Um es ordentlich in Form zu bringen, kann die eine oder andere Ecke noch abgeschnitten werden. Und dann drapieren wir es hübsch auf einem Teller, geben ein wenig Olivenöl darüber und streichen die Scheiben dünn damit ein. Anschließend etwas salzen, nun noch frischen Pfeffer darauf geben und dann die Kapern darauf verteilen. Ich gebe ein bisschen mehr davon in die Mitte. Zur geschmacklichen Abrundung geben wir noch etwas Parmesankäse darauf, und voilà, fertig ist unser Carpaccio. Und damit wenden wir uns dem Orangensalat zu, befreien in einem ersten Schritt die Orange von der Schale, und zwar so, dass kein Weißes mehr daran bleibt. Lieber ein bisschen großzügig wegschneiden. Dann die Orangen in dünne Scheiben schneiden und in eine Schüssel geben. Eine Orange müsst ihr beiseite legen, denn wir brauchen den Saft davon, und pressen diesen jetzt aus. Vom Saft geben wir etwa 5 Esslöffel in einen Topf, fügen die Rosinen hinzu und lassen alles bei geringer Hitze für ca. 3 Minuten köcheln.
Anschließend geben wir die Pinienkerne ohne Fett in eine Pfanne und rösten diese goldbraun an. Die geschälte rote Zwiebel wird in dünne Scheiben gehobelt und dann in die Schüssel zu den Orangenscheiben gegeben. Nun bereiten wir noch ein Dressing zu und geben dazu Orangensaft vom Essig und etwas Curry in eine Schüssel oder Tasse, verrühren alles, geben Olivenöl mit hinein und würzen mit Salz und Pfeffer. Alles nochmal durchrühren und dann das Dressing über die Orangenscheiben verteilen. Dann alles vermischen und für circa eine Viertelstunde ziehen lassen. Vom geputzten Radicchio entfernen wir den Strunk, weil sich dann die Blätter leichter abtrennen lassen. Geben von den Blättern dann also auf einen Teller und ordnen sie hübsch darauf an, um dann die Orangen-Zwiebelmischung darauf zu verteilen. Abschließend geben wir die vorbereiteten Rosinen und die gerösteten Pinienkerne darüber. Und damit ist auch dieser Teil des Menüs vorbereitet. Und damit kommen wir nun zum Hauptgericht. Wir brauchen dafür einen würzigen Schinken, gern ein Prosciutto, aber es darf auch ein Schwarzwälder sein. Eine Schweinelende, die ja die Hauptrolle spielt, etwas Butterschmalz oder Butter, zwei unbehandelte Zitronen, einige nicht zu große Kartoffeln, am besten vorwiegend festkochende, eventuell noch etwas Obst zum Dekorieren, Äpfel, Mandarinen oder ähnliches, Oregano, Pfeffer, Salz, 1-2 Knoblauchzehen, Olivenöl und frischen Rosmarin. Wir beginnen damit, das Lendenstück von überschüssigem Fett und eventuellen Sehnen zu befreien. Und dann legen wir, doppellagig, so mein Vorschlag, die Schinkenscheiben nebeneinander auf einem Brett aus. Wir legen das Lendchen darauf und rollen es ringsherum in den Schinken ein. Danach in größere Stücke schneiden, ungefähr ebenso in Schinkenbreite. Und vorsichtshalber könnt ihr die Röllchen jetzt noch mit einem Zahnstocher fixieren. In einer Pfanne, und eine Grillpfanne macht sich gut dafür, muss es aber nicht sein, Butterschmalz bzw. Butter erhitzen, die Lendenröllchen hineingeben, dabei am besten zuerst hinstellen und sie unter gelegentlichen Wänden rundherum anbraten. Dabei darauf achten, dass der Schinken nicht anbrennt. Das Fleisch soll auch nicht durchgebraten werden. Insgesamt sollte die Lende also nicht viel länger als ca. 10 Minuten in der Pfanne bleiben. Dann herausnehmen und eine ofenfeste Form mit etwas Öl einstreichen und hier nun die angebratenen Stücke hineingeben. Wenn ihr sie durchschneidet, seht ihr, dass sie innen noch relativ roh sind. Wer sie lieber richtig durch möchte, also anders als Hannibal, teilt oder drittelt die Röllchen jetzt. Ansonsten könnt ihr sie in der bisherigen Größe belassen. Anschließend pfeffern, nicht salzen, weil der Schinken schon würzig genug wirkt, und reichlich Rosmarinnadeln darüber geben. Und nun kommt alles in den Backofen, und zwar bei 200 Grad, Umluft 180 Grad, für nochmals 5 bis 10 Minuten, je nachdem wie durch ihr sie haben möchtet. Ich habe mich für 8 Minuten entschieden. Nur noch die Zitronenkartoffeln und es ist vollbracht. Dazu die heiß abgewaschenen Zitronen in dünne Scheiben schneiden. Ein Backblech mit etwas Olivenöl einstreichen. Und dann die Zitronenscheiben dicht an dicht darauf legen. Knoblauchzehen in dünne Scheiben schneiden. Die geschälten Kartoffeln längst halbieren, eventuell auch dritteln. Und nun jeweils ein Kartoffelstück auf eine Zitronenscheibe geben. Das restliche Olivenöl darüber geben, alles mit Pfeffer und Salz würzen, etwas Oregano darüber streuen und vom gewaschenen Rosmarin die Nadeln abzupfen und darauf verteilen. Knoblauchscheiben zwischen den Kartoffeln verteilen und dann das Blech für ca. 40 bis 45 Minuten in den Backofen geben. Und zwar bei 180 Grad, Umluft 160. Und wenn die Kartoffeln dann so ungefähr aussehen, können sie mit den Lendchen im Schinkenmantel angerichtet werden.
So, liebe Hungrige, damit haben wir wirklich ein Mammutprogramm bewältigt. Wir müssen uns nicht vor unseren Gästen verstecken und Weihnachten kann kommen. Ein wirklich leckeres Menü. Ich meine, es sieht auch gut aus. Und eigentlich ist auch für so ziemlich jeden Geschmack etwas dabei. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Zubereitung und dann recht guten Appetit. Doch nur noch zum angesprochenen Gewinn. Freundlicherweise wurden mir nämlich eine Blu-ray und eine DVD zum Release der ersten Staffel zur Verfügung gestellt. Und zwar uncut. Das macht es ja noch mal ein bisschen spannender. Hier nun die Frage. Episode 8 heißt auf Deutsch Dunkler Klang. Frage, wie müsste der Titel lauten, wenn der Originaltitel wörtlich ins Deutsche übersetzt worden wäre? Wer die Lösung kennt, postet sie bitte auf meine Facebook-Seite. Und die schnellsten zwei können sich also ein zusätzliches Weihnachtsgeschenk organisieren. Übrigens, beim letzten Quiz haben ausschließlich Mädchen gewonnen. Nun gönne ich das ja den Mädchen. Aber trotzdem, Männer, gebt euch mal ein bisschen Mühe. Und damit will ich mich nun langsam verabschieden. Wenn ihr allerdings zum Menü gern noch ein Dessert möchtet oder es mit einem stilechten Cosmopolitan à la Sex and the City abrunden möchtet, dann schaut doch einfach mal in diese Videos hinein. Mir bleibt noch zu sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye.